Hey Fresh Family, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was geht ab? Ein neuer Tag, neues Glück. Wir sind gerade auf dem Weg zu einer anderen Schule. Wir haben euch gestern mitgenommen und haben euch gezeigt, wo wir Caden eigentlich zur Schule geben wollten. Jetzt sind wir doch nochmal unterwegs und hören uns hier und da nochmal ein paar Sachen an. Ben war jetzt heute Morgen schon unterwegs, hat eine kleine Liste bekommen für Caden und Kinaya. Und ich wollte die Schule jetzt mir auch einmal angucken. Ja, und wir stehen gerade... Das ist die Schule und wir sind jetzt ungefähr, ja, nicht mal 2 Minuten gefahren mit dem Auto. So, dann führ uns so, mal voll, rum. Das ist die Schule von außen. Also als ich die Schule gesehen habe, dachte ich mir so, okay, wow. Ist aber nicht so besonders. So heißt die Schule. Komm. Quasi die Schule. Mhm. Ich weiß nicht. Was sagst du der Schule, Kay? Das geht eigentlich, die Schule. Geht das in die Schule, den Boden. Er mag den Findest du den Boden schön? Nö. Hä? Da sind so viele Ameisen. Achso, und die Ameisen, die stören dich dann beim Lernen, oder was? Präparatorie. Ja. Ist okay. Keine Ahnung. Ja, das ist auf jeden Fall die erste Schule. Die wir besichtigen. Die wir jetzt besichtigen, genau. Da ist direkt ein Skelett. Das sieht natürlich aus wie eine Schule, guck mal nach links. Das sieht halt nicht so aus wie eine Schule und ja, ich was weiß sagst nicht. Du? Also Freunde, eigentlich hatten wir ja eine Schule schon bei uns da nicht so, nicht mal 10 Meter entfernt, oder? Doch 10 Meter? Keine Vielleicht. Ahnung. Nach Erzählungen haben wir mitbekommen, dass die Schule halt, keine Ahnung, was Essen angeht, sehr, sehr ja, eklig ist, dass die Kinder da krank werden davon und bla, so von Erzählungen her. Man sagt immer, komm und mach dein eigenes Bild, aber Daisy meinte so, nee, ich möchte meinen Kindern nicht auf so eine Schule drauf gehen, also ja. Ich kann das verstehen. Und ich finde, ich habe dann auch nachgedacht und dachte mir so, oh, wenn die Schule schon so einen schlechten Ruf hat, genau. Für die Leute, die hier leben, dann das meine ich. Muss man wenn schon Leute das sagen, die von hier kommen, ja. Dann finde ich, ja, muss das schon was heißen. Aber wir können auch keine Schule finden, jetzt, wo wir jetzt morgens eine Stunde fahren. Das braucht eine Stunde Sinn. Will ich auch gar nicht fahren. Ja, aber morgens ist ja auch Verkehr. Ja, aber ich möchte mir das trotzdem angucken, ja, weil dann cool. Fahre ich auch gerne. Also die Schule ist es nicht. Die Schule ist es nicht, nein. Caden, was sagst du? Caden, du musst ja sein. Kina? Würdest du hier gerne zur Schule gehen wollen? Nein. Kina? Kinaya, möchtest du hier in die Kita gehen? Nee. Dann ja, haben okay. Wir es ja schon, ne? Also gehen wir weiter. Da oben sind ja quasi so, glaube ich, die Klassen, weißt du? Die Klassenräume wahrscheinlich, genau. Und da denke ich auch. Aber ich blicke gar nicht durch. Bin aber es ist auch voll unübersichtlich. Und so, die nächste Location ist steinig und schwer, würde ich sagen. Mal sehen, wie es dort aussehen wird. Hier fahren wir auf jeden Fall gerade lang. Das ist jetzt Location Number 2. Ja, kann man da auch reingehen? Ja. Okay, let's go. Sag euch ehrlich, das gefällt mir hier optisch schon mal auf jeden Fall viel, viel besser. Mal sehen, wie es drin aussieht und was die so zu erzählen haben. Am wichtigsten ist natürlich, dass Caden und Kinaya sich wohlfühlen. Okay, los jetzt. Freunde, das habe ich schon gezeigt. Fate Kids. Fate, gefällt so mir. Hinter der Kamera. Fate, aber ja. Ich weiß Fate, aber ich habe Fake ausgemacht. So Fake wie du, ja. Oh, nicht, dass aber ein Hund kommt. Oh, oh. Auf jeden das Fall. Ist jetzt die Schule, sieht die Schule aber besser aus, ja, glaube ich. Ja, finde ich schon. Wo ist dann hier der Eingang? Okay. Da ist das Schulgebäude also. Also das ist nicht die Schule. Where are your school? Das ist nicht die Schule. But you are your school. Okay. Da drin ja, ist die Schule und da gehen wir jetzt mal rein. Das sieht hier ja schon mal besser aus, oder? Ja, denn hier will ich in die Kita gehen. Hier willst du zur Kita gehen? Komm, ist halt jetzt schon die Klasse, die beautiful Klasse. Ist es live? Wow, aber es ist schön, oder? Ja. Hier, das sind die Tische, ne? Tische und Stühle. Wow, guck mal hier auch. Mit einer Tafel. Tafel. Ist gerade ein bisschen dunkel hier, aber... Wow. Also? Wir kommen hier. Wir sind hier mit am Mann. Wir kommen hier 6. 9 bis 10 Uhr morgens. Also das war echt klein. 9 bis 10 Uhr startet die Schule, oder wie? Nee, ein bisschen krank um 9 Uhr. Nochmal starten. Am 9. Januar fangen die an. Wir sollen aber morgen kommen in Gespräch. Ah, okay. Das kostet. Okay. Okay. Ben, tomorrow. Hier sieht es auf jeden Fall richtig kuschelig aus. Ja. Richtig schön und bunt aus. Ja, das gefällt das mir. Safe. Leute, weiter. Old woman. Er meint das zu ernst auch, ne? Oma soll die kommen und abholen. Und abholen. Ja, ready, ne?
You're ready, right? Wow, hier sind die ganzen Klassenräume, ne? Hier ist echt schön. Auch schön hell. Dann kommen wir hier morgen nochmal her und fragen mal nach. Stell dir vor, man könnte Pfandflaschen abgeben, so wie in Deutschland. Super. Boah, das wäre auf jeden Fall eine Menge Geld, ja. Voll, voll. Aber hier ist das nicht so. Ja, die Schule ist sauber, ne? Sauber und hell und schön. Das gefällt mir, Leute. Aber hier sieht Kacke aus, ne? Direkt hier. Hier wird halt gerade gebaut, ne? So, ja. Dann haben wir schon mal jetzt Next Location abgecheckt, würde ich sagen. Ja, was sagst du, Kate und Kinai? Ihr müsst was sagen. Kate, was sagst du dazu, Kate? Gut. Gut? Ja. Morgen kommen wir nochmal, dann müssen wir die Lehrer fragen, okay? Ja, das ist viel das kostet. 9 von 10. Ist schön? 9 von 10? Kate, magst du die Schule? Ja. Was hast du davor? Ja. Ja, ne? Die Frage ist gerade, ob es hier überhaupt eine Kita mit drin gibt, ne? Weil das sieht eher aus wie so eine Schule. Ja, wir können auch nicht Caden hier drauf gehen lassen. Und Kinaya woanders, ne. Also wir müssen schon mal fahren, wo wir beides, ja. Deswegen müssen wir noch mal schauen. Wir kommen morgen hierher, aber ich habe trotzdem noch eine Location, wo ich hin möchte. Ja, da fahren wir jetzt hin. Let's go. Das ist, glaube ich, auch die letzte Location, ne? Ja. Bei der Schulsuche, ne? Genau, für die Schulsuche. Also für die Schulsuche, Leute, das ist die letzte Location. Ja. Und das ist in East Lego und da, wo das Geld ist. Nee, das ist in Airport Area. Achso, Airport Area ist auch reich. Ja, ist auch viel Geld. Mal gucken, wir fahren jetzt dahin. Wir haben einmal einen kleinen Zwischenstopp gemacht, weil ich richtig Hunger hatte, Leute. Ich habe mir hier einen Hot Crispy Wrap bestellt und habe noch einen Burger an der Tüte. Caden, was hast du? Ja, Pommes, ich habe hier. Was hast du bestellt? Das da bestellt, Leute, Eis und Reis in Cities. Und schmeckt dein Essen. Das ist so scharf. Der ist richtig scharf. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so scharf ist, aber er ist trotzdem lecker. Sieht der aus. Und der Ben hat sich gerade noch eine Pizza bestellt. Auf die warten wir jetzt und dann geht's los, ne? Okay, was sagst du? Schon scharf, ne? Aber auch probiert. Boah, ist wirklich scharf. Hier ist jetzt noch ein Chicken Burger. Und Ben hat jetzt den Wrap genommen, weil der ist mir echt zu scharf. Ben kann jetzt mehr Schärfe ab als ich. Bens Pizza ist jetzt auch angekommen, die hat Kinaya. Und er hat sogar eine Cola bekommen, ne? Kinderpizza. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stück. Okay, dann haben wir jetzt alles, ne? Achso, Ben hat noch einen Milchshake gerade geholt. Und dann geht's weiter, ne? So, 20 Minuten oder sogar 30 Minuten später haben wir die nächste Location hier erreicht. Es sieht so unglaublich schön hier aus. Aber leider ist es dann doch etwas weit weg. Die Schule nennt sich Safari International School und wir gehen jetzt mal rein und schauen mal. Da steht Age from 6 months to 6 years. Ja, Caden ist ja jetzt 6. So, jetzt sind wir hier angekommen. Hier ist die Safari International School, ja? Ja, Mann. Das sieht so schön aus. Ich würde so gerne in meiner Basteinfahrt weggehen. Ist viel zu weit weg. Also jeden Tag eine halbe Stunde fahren, das ist schon echt geil. Das ist Quatsch. Wie gefällt euch die Schule? Schule gut? Übrigens ist es hier, wo wir schon mal vor... Splash and Play vor 2 Jahren. Genau. Da haben wir einfach gespielt und ja, hier waren wir vor ein paar Jahren. Und die Schule ist schon nice, ne? Daisy? Ja, ja, es kommt. Können wir jetzt fragen. Die Gegend ist auf jeden Fall richtig schön. Wow, da warst du schon mal, ne? Heute ein bisschen Kinder möchte auch. Kinder möchte gerade immer alles nachmachen. Oh, hey. Papa hat dich dreckig gemacht. Ja, mein Schweiß. Mensch. Wow. Hey, starker Junge. Okay, was sagst du also? Also wir haben gerade erfahren, dass das hier nur Kita ist, also bis zum 6. Lebensjahr. Das heißt, wir müssen nach Cantonment, das ist ein anderer Stadtteil. Und da gibt es dann die erste Klasse und Kita in einem, weil sie hat auch gefragt, ob wir beide getrennt oder auf einen... Sie hat gefragt, ob beide in eine selbe Fläche gehen sollen halt. Welche selbe Schule?
in der Schule ja nicht, weil Kinder ja wirklich... Oder zusammenbleiben sollen. Genau, ob die getrennt oder halt zusammengehen sollen. Und wir meinten zusammen und dann meinte sie, ja, ihr müsst nach Cantonments. Kannst du bitte nicht so da rankommen? Die Kamera ist fast unter deiner Nase. Wir müssen nach Cantonments, aber es ist jetzt heute zu. Wir müssen morgen dann bis 16 Uhr, meinte sie, sind die da. Ja. Ja, aber es ist so schön. Ich fühle mich direkt so zu Hause. Ja, aber fühlst du dich eigentlich wohl, ne? Das ist voll schön. Das ist richtig schön eigentlich. Ja, ich möchte auf jeden Fall Cantonments noch abchecken. Also nicht jetzt vielleicht, aber morgen dann direkt. Ja. Und dann mal sehen. Das war's, ne? Und morgen früh gehen wir auch zu dieser anderen Schule nochmal, ja, ne? So, Freunde, jetzt fahren wir nach Hause. Ich denke, das war's auch schon. Schulsuche von K Freshy Fresh Boy. Wo? Da! Wo? Da! Oh, habt ihr Angst vor dieser Spinne? Guck, Mama! Guck, Mama! Wo ist denn die Spinne? Da! Ich seh dich, fass mal mit der Hand an, ich seh dich. Ah, jetzt seh ich die Spinne. Oh, jetzt seh ich die Spinne. Da ist die Spinne. Oh, 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 oh. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet. Wir werden euch morgen dann wieder mitnehmen, morgen früh. Heute haben wir noch nicht so viel erreicht, aber die es regnet, es regnet weiter, auch gleich, also es wird jetzt gleich regnen. Und um nicht zu verpassen, auf welche Schule Caden geht und Kinaya, welche Kita, macht jetzt auf jeden Fall den Daumen nach oben, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Bis morgen. Tschüss. Hoffen wir mal, dass ihr eine schöne Schule findet, ne?